Steam ist nicht nur die Plattform, auf der ihr hunderte Spiele kauft, die ihr sowieso nie spielen werdet, sondern auch der größte Online-Marktplatz für Videogames. Egal ob gute Spiele, schlechte Spiele, großartige Spiele oder wirklich, wirklich richtig grottenschlechte Spiele. Und ich glaube, das Schlechteste von ihnen gefunden zu haben. Okay. Doch warum ist es so schlecht? Was hat es mit einem Restaurant in Brasilien zu tun? Und warum verkauft sich das Spiel trotzdem wie geschnitten Brot? All das erfahrt ihr in diesem Video. Konnichiwa und war, ich bin Akido und als ich vor kurzem meinen Freitagabend allein und faul vor YouTube verbrachte, wie immer, sah ich bei den Jungs und Mädels von Rocket Beans ein Spiel, welches mich sofort in seinen Bann zog. Die Rede ist natürlich von Minerinho. Minerinho. Dabei sieht das Spiel auf den ersten Blick echt schrecklich aus. Und auf den zweiten auch. Doch bevor ich euch erkläre, was Minerinho oder wie der Google-Übersetzer sagen würde, Minerinho so schlecht macht, müssen wir zuerst einmal klären, was ein schlechtes Videospiel überhaupt ausmacht. Denn schlecht ist nicht gleich schlecht. So gibt es zum Beispiel Spiele, die bewusst schlecht sind oder schlechte Aspekte haben, die das Game aber insgesamt schon wieder interessant machen. Deswegen habe ich mal einige Kriterien aufgeführt, die ein Spiel, meiner Meinung nach, erfüllen muss, um als richtig schlecht durchzugehen. Nummer 1. Schlechte Grafik und Animationen. Nummer 2. Eine schlechte Story. Nummer 3. Schlechte Musik. Nummer 4. Schlechte Steuerung. Nummer 5. Unfaire Gameplay. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Spiel all diese Punkte vereint. Genau, Minerinho. Minerinho. Doch fangen wir mal von ganz vorne an. 2010 entwickelte Dennis M. Ferreira ein Spiel namens Minerinho, welches er 7 Jahre später auf Steam veröffentlichte. Hauptcharakter des Games ist dieser schrecklich animierte, seelenlose kleine Kerl namens, Minerinho. Minerinho. Ursprünglich sollte das Ding ein Werbespiel für das brasilianische Restaurant Dom Celi... Dom Zelitos werden. Die haben diese schreckliche Figur nämlich als Maskottchen. Warum auch immer. Lol, die haben echt komische Sachen in dem Restaurant. Aber schauen wir doch mal, ob es unsere Kriterien für das perfekte, schlechte Spiel erfüllt. Im Grunde ist Minerinho... Minerinho. Ein klassischer Third-Person-Plattformer. Nur halt in... Scheiße. Stellt euch vor, ihr nehmt ein richtig gutes 3D-Jump'n'Run und entfernt alles daraus, was auch nur irgendwie gut ist. Und das, was übrig bleibt, ist Minerinho. Das Spiel startet direkt mit diesem wunderschönen Intro, welches liebloser wirkt als meine letzte Beziehung. Zumindest klärt das Intro über die Story auf. Ein paar Aliens haben das vorhin erwähnte Restaurant entführt. Ja, das ganze Restaurant. Und wir müssen es natürlich von den Aliens zurückholen. Die belanglose Story können wir also schon mal abhaken. Das erste Level beginnt auch gleich vor Minerinhos Haus, glaube ich, und fängt auch schon direkt damit an, uns seine Probleme ins Gesicht zu reiben. Denn die Kamera zeigt sich hier schon von ihrer besten Seite. Wir springen uns also durch das Level und versuchen gleich mal nicht an diesen Monstern, die ein wenig wie Mike aus der Monster AG aussehen, zu sterben. Die kann man zwar auch bekämpfen, indem ihr euren Hut auf sie werft, aber so wirklich funktionieren tut das auch nicht. Aber die Monster sind auch nicht unser einziger Feind. Es gibt da nämlich noch eine viel größere Bedrohung. Die Schwerkraft. Denn Minerinho kann nicht einfach in Ruhe stehen bleiben. Nein, Minerinho rutscht die ganze Zeit weg. Ich meine, schaut euch das an. Egal, wo man sich hinstellt, der kleine Bastard wird versuchen, sich selbst von der Klippe oder ins Wasser zu stoßen. Die Tatsache, dass Minerinho nur ein einziges Soundfile für die Sterbeanimation hat, macht das Ganze auch nicht unbedingt erträglicher. Generell wiederholen sich die ganzen Songs in dem Game viel zu oft. Manchmal wache ich nachts schreiend auf, weil mich der Soundtrack selbst in meinen Albträumen verfolgt. Das Lustige daran ist, dass die Musik nicht mal selbst gemacht ist. Die ist einfach von überall her geklaut. Mal ist es ein Song von Green Day, mal das Intro aus einer alten TV-Serie. Nachdem wir es endlich geschafft haben, die bewegenden Plattformen und Sprungpassagen zu überleben, kommen wir beim Endgegner des Levels an, einem feuerspeienden Drachen.
Der ist aber uninteressant, da es keinen Grund gibt, gegen ihn zu kämpfen. Noch schnell eine unglaublich harte Sprungpassage und schon sind wir im nächsten Level. Eigentlich gibt es über dieses Schneelevel auch gar nicht viel zu sagen. Es gibt keine Gegner und das Einzige, was uns gefährlich werden könnte, sind diese stacheligen Schneebälle. Die können wir aber ganz gut umgehen, solange die Kamera mal ein wenig von dem zeigt, was vor dem Spieler ist. Dann noch schnell diesen Drogenteppich hier und schon geht's ab ins nächste Level. Aber zuvor haken wir noch schnell die schlechte Musik und das unfaire Gameplay ab. Was ich übrigens auch abhaken kann, ist die Ankündigung für mein neues WhatsApp-Sticker-Pack. Wenn also auch ihr euren Freunden mit diesen coolen Akido-Stickern auf WhatsApp antworten wollt, dann macht es so wie diese 15 Schlingel, die sich das Set schon vor dieser Ankündigung runtergeladen haben. Und holt euch das neue Akido-Sticker-Set. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken, Sticker und gegebenenfalls die dazugehörige App runterladen und schon seid ihr mindestens doppelt so cool, wie Akido-Zuschauer es ohnehin schon sind. Ist cool. Und die Hardcore-Fans holen sich auch noch das erste Sticker-Pack. Level 3 ist dann auch wieder ein normales Level, welches in einer Wüste spielt. Hier fällt auch mal wieder auf, wie hässlich das Spiel eigentlich ist. Ich meine, schaut euch mal um. Die Berge, die Pyramide, die Texturen, alles an dieser Grafik sagt, ey, ich habe mein Bestes versucht, aber ich hatte halt nur ein paar Tage Zeit dafür. So wie jedes meiner Videos. Wir können jetzt entweder dieses viel zu große und viel zu leere Level erkunden oder einfach von dieser Klippe springen, links neben die Pyramide laufen, runterfallen und zum Levelausgang schweben. Ja, das ganze Spiel ist voller derartiger Fehler. Zumindest können wir die schlechte Grafik abhaken. Level 4 ist eine gigantische Bohnenstange, auf der ihr über kleine Plattformen bis ganz nach oben kommen müsst. Hört sich aber leichter an als getan, denn die Steuerung in Zusammenhang mit der schlechten Kamera und dem permanenten Wegrutschen machen dieses Level zu einem der nervigsten im ganzen Spiel. Ich meine, wie soll man hier bitte weiterkommen? Das kann man mit dieser Steuerung gar nicht schaffen. Glücklicherweise gibt es auch hier wieder einen Glitch, den wir nutzen können. Denn warum sollte man die Plattformen nutzen, um nach oben zu kommen, wenn man einfach die Ranke selbst nach oben hüpfen kann? Nein, wirklich. So lässt sich quasi das ganze Level skippen. Oben angekommen ist man dann auch froh, es auf diesen Weg gemacht zu haben, weil das Level echt viel zu weit nach oben geht. Schlechte Steuerung, abgehakt. Das nächste Level ist dann auch schon der finale Bosskampf. Wir haben hier diese Kanonen, auf die Minerinho springen muss, um das Alien abzuschießen, welches permanent im Kreis rennt. An sich wäre das ja auch gar nicht mal so schwierig, wenn Minerinho sich halbwegs vernünftig steuern lassen würde und die Kamera zumindest einmal dahin zeigen würde, wo das Alien gerade ist. Wirklich, man kann nicht mal sehen, ob man das verdammte Ding überhaupt getroffen hat. Hat man es dann doch mal geschafft, bekommen wir zur Belohnung nicht mal eine Cutscene oder so, sondern einfach nur diesen Bildschirm und einen Minerinho, wie er sich dreht. Wow. Wow. Und glaubt mir Leute, das ist noch nicht mal alles. Wenn man stirbt, darf man die Levels wieder von ganz vorne anfangen. Das Spiel hat eine Auflösung, die nicht nur viel zu gering, sondern auch vom Seitenverhältnis irgendwie komisch ist. Für ein Werbespiel wirbt es quasi null für das Restaurant. Manche Stellen im Spiel sind noch nicht mal gerendert. Und die Waffen, die man hat, funktionieren alle nicht richtig. Oder wie im Fall der werfbaren Pizza, einfach mal gar nicht. Ehrlich, das Spiel ist so schlecht. In der Zeit, in der ich es gespielt habe, hätte ich auch einfach mit 40 Grad Fieber im Bett liegen können und hätte dabei weitaus mehr Spaß gehabt als mit Minerinho. Minerinho. Oder ich hätte einfach eines der vielen echt guten Disney-Spiele zocken können. Schaut euch dieses Video dazu an, wenn ihr wissen wollt, welches das Beste davon war. Tada!